Hallo und herzlich willkommen beim Matura Express. Ich bin die Sandra vom Deutschteam und heute geht es um die Textinterpretation eines lyrischen Textes und wir schauen uns die Theorie dazu an. Wie gesagt, heute geht es um die Theorie der Textinterpretation eines lyrischen Textes und im Speziellen geht es um Reimstrophe, Versmaß und auch um die Aufgabe, also die Matura-Aufgabe und die Aufgabenstellungen, was ihr denn zu tun habt und um die Operatoren, das sind jene Verben, die uns sagen, was wir denn zu tun haben. Grundsätzlich ist eine Interpretation so aufgebaut, dass es die Analyse ist, plus Sinn und Bedeutung, Meinung und Gedanken. Das heißt, die Analyse des Textes von oben bis unten, alles Wichtige, alles Interessante, formal und sprachlich, den Inhalt auch analysiert, plus die eigene Meinung, die eigene Interpretation dazu, das ist eben die Textinterpretation. Das heißt, es ist eine sehr umfangreiche Textsorte, aber wenn man ein paar Kleinigkeiten beachtet, dann ist es super, denn man kann wirklich einen Punkt nach dem anderen abarbeiten. Wir beschäftigen uns heute mit der Lyrik. Die Lyrik ist eine der drei großen Gattungen im Deutschen und das ist im Normalfall die Dichtung in Versform, also Lieder oder wirklich Gedichte. Ein Gedicht kann sein traurig oder lustig, ernst oder locker, modern oder alt oder wie auch immer. Es kann etwas Positives sein, etwas Negatives. Es reimt sich sehr häufig, es muss sich aber nicht zwingend reimen. Wenn es sich nicht reimt, dann ist es ein besonderes Gedicht, dann ist es auffällig, denn man erwartet einen Reim. Und da haben wir zwei Beispiele, damit ihr wisst, was denn eigentlich ein Gedicht ist. Das Gedicht vom Ich, sehr interessant, sehr egoistisch. Ich bin ich, na klar, oder nicht? Ich bin ich, kann jeder Mensch sagen. Aber wer oder was ist denn nun ein Ich? Hier seht ihr, ich bin ich, wird wiederholt. Das ist auch schon etwas sehr Bestimmendes für ein Gedicht. Es wird öfter was wiederholt. Schon bin ich mittendrin im Fragen. Wo fängt ich an? Wo hört ich auf? Ist ich immer gleich, ob ich sitz oder lauf? Ob ich sieben oder... Da geht es weiter und das Gedicht ist relativ lange. Jetzt habe ich nur den ersten Ausschnitt genommen. Das heißt, dass ich eine Person, eine Figur oder was auch immer, stellt sich die Frage, was ist denn das Ich? Wo hört das Ich auf? Wo fängt das Ich an? Gedicht kennt man aus unter anderem auch unter den kurzen Versen. Ein Vers ist eine Zeile. Das heißt, es sind immer wirklich so kurze Abschnitte, so Textabschnitte, 3, 4, 5, 6 Wörter und dann ist einfach ein Absatz gemacht. Und eben, da muss nicht immer ein Punkt sein, sondern kann wie in der ersten Zeile zum Beispiel ein Komma sein oder eben auch mal gar nichts. Dann haben wir noch ein zweites Beispiel, ein Winter war es und kein. Das ist ein sehr kurzes Gedicht, nur 4 Zeilen. 4 Verse in diesem Sinne. Ein Winter war's und keiner, denn es hat nicht geschneit. O Schnee, du glänzend reiner, mach es die Winterzeit. Ihr seht, keiner reiner, geschneit und Winterzeit reimt sich. Und das Gedicht ist von Friedrich Rückert. Und auch das ist ein Hinweis auf ein Gedicht. Es ist eigentlich immer der Autor abgedruckt. Außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es anonym ist. Wird aber wahrscheinlich bei der Matura nicht so sein. Gut, wie baut man denn die Textinterpretation auf? Das kennt ihr eigentlich schon von den Wochen zuvor, von den Wochen, die wir gerade hinter uns haben, von der Epik und der Dramatik. Grundsätzlich ist eine Textinterpretation in Einleitung, Hauptteil und Schluss aufgebaut. In die Einleitung gehört unbedingt der Name des Autors, der Autorin, der Titel des Textes, des Gedichts. Es kann aber auch, bitte denkt daran, ein Gedicht kann auch ein Lied sein, ein Lied kann ein Gedicht sein. Die Veröffentlichung, wann es veröffentlicht wird, da steht oft nur die Jahreszahl, auch das ist genügend. Dann das Thema, worum geht es eigentlich? Worum geht es denn hier? Hier geht es eigentlich um die Winterzeit, dass eben der Schnee fehlt, obwohl es trotzdem Winter ist. Und da geht es um das Ich. Also das Thema muss genannt werden. Und ein erster Ansatz oder ein Ausblick eben, was einen erwartet, in welche Richtung die Interpretation geht. Also worauf wird sich denn der Leser jetzt einlassen, wenn er die Interpretation gerade zu lesen beginnt? Das ist mal die Einleitung, dann geht es zum Hauptteil. Da habe ich hier einen extra Vermerk, der ist ganz, ganz, ganz wichtig. Bitte denkt immer daran, dass alle Arbeitsaufträge erfüllt werden müssen, also die müsst ihr immer im Hinterkopf behalten. Grundsätzlich ist aber noch theoretisch einiges zu beachten. Der erste Punkt, der zum Hauptteil gehört, ist den Inhalt zusammenzufassen. Dann schreibt man über die Form, wie das geht, zeige ich euch gleich.
Über die Reime, über die Sprache, die verwendet wird, in welcher Sprache geschrieben wird, gehoben, salopp, umgangssprachlich oder wie auch immer, Fremdwörter, die verwendet werden. Und dann Interpretation des Textes mit all seinen Besonderheiten. Vor allem das ganz Besondere, das ist für uns wichtig, das heben wir heraus. Denn alles, was normal ist, ist ja eh normal, interessiert keine mehr. So gut kennen wir Texte. Das Besondere heben wir eben heraus. Und im Schluss ist eine begründete Bewertung des Textes, also die Bewertung von euch selbst. Wie steht ihr zu diesem Text? Was denkt ihr von diesem Text? Was haltet ihr von diesem Text? Wie ist der Text und wie wirkt der? Und auch die Wirkung auf den Leser. Gut, dann haben wir einen kurzen Überblick über den Hauptteil. Was zählt denn alles zur Analyse? Zum Beispiel die Strophe, der Strophenaufbau. Eine Strophe ist immer gekennzeichnet durch einen Absatz. Es ist sehr oft auch ein ganzer Satz oder es können auch zwei Sätze sein, die zusammengefasst sein. Immer so. Wenn ihr zum Beispiel ein Lied hernehmt, da habt ihr es vielleicht ein bisschen besser im Kopf. Da gibt es immer so kurze Absätze, so in etwa. Dann ist eine Leerzeile und dann ist wieder ein gleich langer Paragraph, ein gleich langer Absatz. Das ist eben eine Strophe. Der Refrain wiederholt sich immer, wenn es ein Lied ist, das ihr interpretieren müsst, dann nennt den Refrain ruhig Refrain, das passt gut. Und eine Zeile, wie schon genannt, ist eben ein Vers. Was noch zu analysieren ist, ist Metrum, Rhythmus und Versmaß. Es gibt vier Arten, das schauen wir uns gleich an. Reim und Reimschema, wo ist der Reim? Vorne oder hinten? Zu Beginn eben des Wortes, zu Beginn des Verses oder eben hinten als Endreim. Der Erzähler bzw. das lyrische Ich. Das lyrische Ich heißt so viel wie ganz am Anfang, das erste Beispiel, das wir gelesen haben. Das ist ein lyrisches Ich, das spricht, das fragt sich selbst, wo beginnt denn das Ich, wo hört das Ich auf? Also ein Ich spricht mit sich selbst oder mit jemand anderem. Ein Erzähler ist jemand Außenstehender, der eben eine Geschichte erzählt oder etwas beschreibt. Die Sprache kann einfach oder gehoben sein. Welche Wortarten werden häufig oder vermehrt verwendet? Werden Fremdwörter verwendet? Gibt es überhaupt Fremdwörter? Werden Wörter vielleicht falsch verwendet oder extrem genau und wichtig wiederholen oder was auch immer? Ja, dann rhetorische Figuren, das ist zum Beispiel eine Übertreibung, ein Vergleich. Da gibt es noch ganz viele weitere. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht zu den rhetorischen Figuren, dann schaut bitte in einem extra Stream nach, googelt rhetorische Figuren. Wir haben da etwas aufgenommen, da habt ihr noch mehr Informationen dazu. Weiters geht es auch noch um die Thematik und das Motiv, worum geht es eigentlich? Und auch um den Text und Kontext, was ist der Inhalt, zeitliche Einbettung, also ist er sehr modern? Ist er während eines Krieges entstanden, dieser Text? Ist er entstanden vor einer politischen Veränderung, während einer politischen Veränderung, nach einer politischen Veränderung oder was auch immer? Wann ist der Text erschienen? Der Titel und Inhalt? Ist es Realität oder Fiktion? Ist es ein Traum? Ist es etwas, was wirklich passiert ist oder etwas, was nur im Kopf passieren kann? Und wer ist die Zielgruppe? Ja, und dann habe ich noch ein paar kleine Informationen für euch oder ein paar kleine Tipps, nämlich bitte macht Schritt für Schritt. Am besten ist, ihr haltet euch an dieses Schema, zuerst den Inhalt, dann die Form, Reime, Sprache und Interpretation mit all seinen Besonderheiten. Macht nichts durcheinander, dann kommt ihr nur durcheinander und ein Wortbild und verliert euch vielleicht, das wäre schade. Bitte vergesst die Aufgabenstellung nie, die ist ganz wichtig. Im Normalfall ist die Aufgabenstellung eh das, was hier schon erwähnt wurde oder ein oder zwei Punkte herausgenommen. Aber bitte gebt wirklich Acht, dass ihr dann genau diese Punkte sehr genau und sehr gewissenhaft herausarbeitet. Ihr sollt das Gedicht bearbeiten von Anfang bis zum Ende, also keine Zeile auslassen, sondern wirklich alles durchgehen, von oben bis unten und wenn es ein Lied ist, das Gleiche. Natürlich, wenn es ein Refrain gibt oder wenn es Absätze gibt, Strophen sozusagen, die immer wieder wiederholt werden, dann braucht ihr die natürlich nicht jedes Mal wieder neu erklären oder neu analysieren und interpretieren, sondern einmal und schreibt, wie oft sie vorkommen. Und ihr könnt ja immer den einzelnen Strophen eine Nummerierung zum Beispiel geben. Strophe 1, Strophe 2, dann kommt der Refrain. Strophe 3, so, Strophe 4, dann kommt der Refrain. So in etwa.
Die wenigen Punkte, die wir bisher schon genannt haben, sollte unbedingt als Fixpunkte der Analyse bewahren oder für euch festlegen. Und ja, genau, das war es dann auch schon wieder. Dann gehen wir jetzt wirklich ins Detail zum Metrum, Versmaß und Rhythmus. Rhythmus, Metrum, da wisst ihr ja, was es ist. Wenn man zum Beispiel klatscht, ist es ein Rhythmus. Und beim Lesen ist es genauso ein Rhythmus. Und das hat dann immer damit zu tun mit der Betonung. Der Ausgangspunkt für den Rhythmus ist die Silbe eines Wortes und dann die Betonung. Wird zum Beispiel ein Wort vorne betont oder hinten betont? Und es gibt eben wirklich betonte und unbetonte Silben. Es kann ja auch sein, dass ein Wort in der Mitte betont wird und danach ergibt sich dann ein Rhythmus, weil man immer und immer, den merkt man vor allem dann, wenn man etwas schnell liest. Da gibt es vier so ganz besondere, bekannte Versmaße und nur diese vier sind ausreichend oder diese vier sind vollkommen ausreichend. Wenn zum Beispiel ein Wort beginnt mit unbetont und betont endet, zum Beispiel Gedicht, er sagt nicht Gedicht, sondern Gedicht, dann ist es ein Iambus. Ein Trocheus ist genau umgekehrt, also die Betonung am Beginn, Dichter, nicht Dichter, sondern Dichter. Also ihr seht, die Betonung liegt am I. Anapest heißt so viel wie zweimal unbetont, einmal betont. Zauberei, nicht Zauberei, sondern Zauberei. Und probiert euch immer dieses Wort dann vorzusagen oder mehrmals vorzusagen. Und mir hilft es immer, wenn ich es ganz schnell sage oder in meinem Kopf sehr schnell sage, denn dann kristallisiert sich eigentlich die Betonung automatisch heraus. Aber das müsst ihr unbedingt zu Hause mal ein bisschen testen. Und der Daktylus, der ist betont, unbetont und unbetont, also eben der Beginnbetonung, und es sind eben drei Silben. Hier haben wir oben ja Iambus und Trocheus nur zwei Silben, hier haben wir aber drei Silben. Autofahrt, nicht Autofahrt und nicht Autofahrt, sondern Autofahrt. Ja, der Beginn wird eben betont. Nicht ganz einfach, aber so etwas ist leicht trainierbar, also übt das mal zu Hause und schaut euch vielleicht auch diese vier Beispielwörter ganz, ganz, ganz genau an und prägt euch diese ein, dann könnt ihr sicher etwas einordnen. Gut, dann geht es schon zum Reimschema. Beim Reimschema ist es ganz wichtig, dass man unterscheidet, ob jetzt ein Wort oder ein Vers sich zu Beginn reimt oder am Ende. Also Stabreime sind diejenigen Laute, die zu Beginn sich reimen, wie zum Beispiel immer, wenn eine ganze Zeile, ein ganzer Vers mit dem gleichen Buchstaben beginnt, wie Milch macht müde Männer munter. M, 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 M. Und das nennt man dann auch Alliteration. Ein anderes Beispiel ist, wenn immer der Satz gleich beginnt, das ist jetzt hier schlecht dargestellt, das machen wir anders. Wenn zum Beispiel jeder Satz mit einem Ich beginnt. Es könnte auch ein Beispiel sein für das Beispiel, das wir ganz am Anfang hatten, das Gedicht. Hier seht ihr den Unterschied. Ein Stabreim ist eine Zeile mit immer dem gleichen Buchstaben, der beginnt. Es muss nicht immer der gleiche Buchstabe sein, es muss eben die Lautung gleich sein. Im Normalfall ist aber auch der Buchstabe gleich. Und eine Anapher ist jeder Satz. Satz, Satz, Satz. Ja, genau. Das sind eben die Reimschemen, die sich am Anfang reimen. Und dann gibt es die viel häufigeren Reimungen noch oder Reimschemata noch. Das ist der Endreim. Reim am Ende des Verses. Vers ist eine Zeile, ihr wisst ja. Und da gibt es vier verschiedene Arten. Den Paarreim, den Kreuzreim, den umarmenden Reim und den Schweifreim. Und wie das funktioniert, seht ihr hier in der Klammer. Paarreim ist immer zwei Paare, also erste Zeile und zweite Zeile reimen sich, dritte Zeile und vierte reimen sich, wenn es mehr geben würde, fünfte Zeile und sechste Zeile reimen sich wieder. Kreuzreim heißt so viel wie die erste und die dritte Zeile reimen sich und die zweite und die vierte, also das macht so ein Kreuz. Und der umarmende Reim ist der erste und der vierte und der zweite und der dritte, also umarmend. Die äußeren umarmen die inneren. Und der Schweifreim ist erster, zweiter reimen sich und vierter, fünfter und dann immer der Schluss. Der Schluss reimt sich. Da ist besonders wichtig, dass sich der dritte und der sechste Vers reimen. Auch das klingt jetzt vielleicht sehr theoretisch und sehr fremd für euch. Probiert das einfach mal. Wir schauen uns das auch nächste Woche ganz bestimmt
an einem Beispiel an. Ich bringe vielleicht noch ein paar mehr mit, damit wir das gemeinsam üben können. Gut, hier seht ihr noch, Entschuldigung, hier seht ihr noch einmal diese vier Endreime in einem Beispiel. Der Paarreim ist immer 1, 2, reimen sich, 3, 4, 5, 6. Drücken, stücken, rücken und bücken, dann ein Lücken und auf Zücken. Genau. Kreuzreim seht ihr hier, es reimt sich Keiner und Rainer und auch Geschneit und Winterzeit. Also das ist so der Kreuzreim. Der umarmende Reim, ihr seht, ganz wichtig ist immer außen, also der erste und der letzte, der äußere und der letzte. Egal ob es drei oder vier Zeilen sind, eben der erste und der letzte müssen sein, groß und los und auch sein und wein. Also das umarmt alles, was dazwischen ist. Und dann gibt es auch noch den Schweifreim. Im Normalfall reimen sich dann auch erste und zweite Zeile oder erste und zweite Vers. Ganz wichtig ist aber eben immer der letzte Teil, klar und wunderbar. Hier seht ihr, wunderbar hat zum Beispiel drei Silben und klar hat nur eine Silbe. Auch das ist möglich. Es reimt sich auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir auch noch zur Interpretation des Inhalts. Der Inhalt ist sehr frei zu interpretieren. Da habt ihr dann wirklich die große Kreativitätsfreiheit. Und da gibt es ein paar so Fragen, an die ihr euch halten könntet. Zum Beispiel, hat der Inhalt der Handlung eine tiefer liegende Bedeutung? Hat die Handlung eine Lehre oder eine Weisheit für den Leser? Eben, gibt er dem Leser etwas mit? Welche Funktion hat der Aufbau der Handlung? Es kann ja auch sein, dass vollkommen durcheinander ist, oder dass es sehr, sehr bedacht aufgebaut ist. Zeigt die Handlung typische Merkmale einer literarischen Epoche auf? Werden zum Beispiel Könige genannt, werden bestimmte Politiker genannt, werden kulturelle oder politische oder historische Ereignisse genannt? Ja, ganz da, genau das ist wichtig. Ich habe jetzt hier die literarische Epoche angesprochen, das ist natürlich ein bisschen schwierig, aber gerade bei einem Gedicht kann es sein, wenn etwas sehr düster und dunkel und traurig ist, dann ist es ein klarer Hinweis auf die Romantik, zum Beispiel. Dann haben wir noch, enthält die Handlung biografische Elemente des Autors. So etwas wäre dann, ihr müsst ja das nicht auswendig wissen, aber wenn es in der Infobox zum Beispiel Zusatzinformationen gibt und diese sich wirklich mit dem Text irgendwie ähneln, dann schreibt das unbedingt hin. Gibt es Bezüge zu wahren historischen Geschehnissen? Gibt es Bezüge zu anderen Texten wie berühmten Romanen, Figuren oder zur Religion? Und vor allem die Religion oder die Bibel ist sehr wichtig, wenn es zu biblischen Namen vorkommen, wie der Johannes und der David und der Abraham oder so, dann ist es ein Hinweis, dass es vielleicht ein Auszug oder ein Hinweis wirklich auf die Bibel ist. Gibt es eine Entwicklung oder ist alles statisch? Entwickeln sich die Figuren weiter? Entwickelt sich die Umwelt weiter? Das Umfeld, ja, oder bleibt alles immer ganz gleich? Gibt es Gegensätze und haben die Stilmittel eine Bedeutung für den Inhalt? Gut, dann habe ich hier noch ein paar Satzanfänge für euch. Und dann sind wir auch bald schon wieder am Ende mit der Theorie. Ganz wichtig wird es dann nächste Woche, wenn wir uns den Text anschauen, dann können wir die ganze erlernte Theorie wirklich auch anwenden. Satzanfänge sind zum Beispiel, ähnlich verfährt der Dichter mit, auffallend ist das, es muss auch daran erinnert werden, das und so weiter und so fort. Denkt daran, ihr könnt euch ja das Video im Nachhinein noch einmal anschauen und wenn ihr gerade solche Seiten braucht wie hilfreiche Satzanfänge, dann schaut euch doch das Video noch einmal an. Wenn es nicht live ist und drückt einfach auf Stopp, dann habt ihr hier diese Übersicht. Manchmal ist es ja ganz praktisch, wenn man sich etwas doppelt oder eben für eine längere Zeit ansehen kann. Es gibt auch immer wieder so Gegenüberstellungen, die uns helfen, dass wir eben uns sehr unterschiedlich ausdrücken mit einerseits, andererseits, wenn es Vergleiche gibt oder wenn ihr etwas irgendwie ein bisschen zwiespältig betrachtet oder hingegen fällt hier besonders auf, wenn etwas sehr schlüssig ist und dann aber es doch wieder nicht so passt. Und zusammenfassend ist zu diesem Gedicht zu sagen, das passt dann wirklich sehr gut für den Schluss. Gut, hier nochmal das Allerwichtigste für die Textinterpretation eines Gedichts oder für die Gedichtinterpretation, so wird sie ja auch oft genannt, zusammengefasst. Grundsätzlich, der erste Schritt ist, ein Themenpaket zu wählen. Dann müsst ihr die Aufgaben einzeln bearbeiten, also zuerst im Normalfall die Textinterpretation und dann vielleicht einen Leserbrief oder einen Kommentar. Also bitte
bearbeitet zuerst eine Aufgabe und macht diese ganz, ganz, ganz fertig. Eine ganze wäre zum Beispiel die Gedichtinterpretation. Und erst wenn ihr diese fertig habt und einmal durchgelesen habt, dann geht ihr erst zur nächsten Textsorte. Sonst vermischt ihr vielleicht die Aufgabenstellungen und das wäre wirklich schade, wenn ihr so Punkte verschenkt. Bitte, bitte lest die Angaben ganz genau. Was muss ich tun? Wie viel muss ich schreiben? Es hat keinen Sinn, wenn angegeben sind, dass ihr 600 Wörter schreibt und ihr nur 300 schreibt. Dann fehlen euch 300 und dann wird es schon schwierig durchzukommen. Wahrscheinlich dann eher nicht. Und es macht auch im umgekehrten Sinne keinen Sinn, wenn 600 gefordert sind und ihr 800 schreibt. Das ist dann viel zu viel. Schreibt wirklich oder versucht im Rahmen zu bleiben. Arbeitsaufträge sollt ihr verinnerlichen, markieren, herausschreiben. Ich mache es immer so, die Angabe sollte man ja nicht teilen, aber ich mache es auch, wenn ich so eine Angabe habe, dann lege ich mir immer die Arbeitsaufträge, den Angabenzettel auf die linke Seite und markiere den, damit er immer hier auf dieser Seite liegen bleibt, damit ich den immer vor mir habe. Und den Input-Text, mit diesem arbeite ich dann ja. Ihr sollt das Gedicht unbedingt lesen, euch einen Überblick verschaffen, schon im Vorhinein, noch bevor ihr mit der Aufgabe startet und eine erste Einschätzung abgeben und im zweiten Schritt dann erst das Gedicht im Detail anschauen und unter Betrachtung der Arbeitsaufträge lesen. Also bitte denkt dran, was die Arbeitsaufgaben denn sind, was ihr beachten müsst und dann lest den Text einfach noch einmal. Denn manchmal ist es so, dass sich dann der Text oder der Inhalt ein bisschen verändert, wenn man die Aufgabenstellung, die Ausgangssituation eben sehr fokussiert hat. Und dann geht es schon los mit dem Losschreiben und ein kleiner Tipp noch einmal. Es wirkt ja immer so, oder es wird immer gesagt, Gedichtinterpretation ist so schwierig, das ist sie aber nicht. Wenn ihr wirklich die genannten Punkte beachtet, bleibt einfach ruhig bei der Sache und bearbeitet die einzelnen Schritte einen nach dem anderen, wie nach diesem Schema bei mir im Hintergrund. Das ist perfekt, wenn ihr da alles abarbeitet, dann seid ihr wirklich im grünen Bereich, dann hapert es nur noch an der Rechtschreibung, Grammatik und dem Ausdruck. Ja gut. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ihr könntet ja schon ein Gedicht zu interpretieren versuchen. Und ansonsten machen wir das nächste Woche gemeinsam. Es scheint ja doch auf den ersten Blick ein bisschen schwierig. Und das ist besser vielleicht, wenn es einer mal vormacht. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.